Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2, dem Remake. Im letzten Part haben wir den letzten Schaltkreis, oder das letzte Scheißteil, genau. Schaltkreis, whatever Teil, what the, Zungenbrecher as fuck, gefunden und sind halt durchs ganze Gebäude gefühlt gerannt und das in der Verfolgung des Tyrants. Das Tyrant. So, mir ist aufgefallen, wo ich die letzte Aufnahme gestoppt habe, dass in diesem Schrank wir noch was suchen können. Was ich da drin gefunden habe, seht selbst. Ich sag dazu jetzt einfach mal gar nichts. Ich sag dazu eigentlich wirklich jetzt einfach mal gar nichts. So, wir rüsten jetzt. Oder beziehungsweise verstauen wir erstmal ein paar Sachen. Das auch. Na gut, das können wir eigentlich schon behalten. Das andere Teil brauchen wir auch noch. Und zwar, genau, zwei Stück brauchen wir. Dann können wir jetzt wieder zum Gefängnis gehen und quasi uns die Keycard holen, die wir brauchen, um hier quasi aus dem Scheißding rauszukommen. Ich meine, wir haben jetzt auch, ich glaube, 8, 9 Parts im Polizeipräsidium gehockt, sei es jetzt der Keller oder Untergeschoss oder halt Obergeschoss. Ich guck nochmal. Also, ich werde auf jeden Fall jetzt versuchen, etwas schärfer auf die Umgebung nochmal zu gucken. Weil eine Gürteltasche mal nicht zu finden, ist komplett fatal. Ich meine, sieht schon ein bisschen besser aus. Vom Platz her. Vom Platzmanagement. Management. So, genau, das können wir dann jetzt hier einsetzen. Und mussten. Also, ich kriege hier ein bisschen Bioshock-Flashback, so von dem Rätsel her. Das hatte ich auch noch bei Bioshock in Erinnerung, dass man auch so ein ähnliches Rätsel lösen musste. Ja, also, wir probieren einfach mal rum, würde ich sagen. Das war ja schon mal fast. So muss es, glaube ich, sein. So. Ist nicht richtig? Okay. Ach so. Ja gut. Dann hat aber das wieder keine Connection. Oder doch? Easy. So, Bens Notiz. Ach so, die brauchen wir nicht lesen, denn ich glaube, man kriegt die durchs Gerät hier, was er mit hatte. Durchs Diktiergerät. Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kommen Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Miststück. So, das steht ja auch nochmal hier dran, ne? By the way, Waisenhaus, ich habe es in Erinnerung, dass man das mit Claire gespielt hat. Oh, nein, doch. Nimm es auf. Was sind die hier? Hinter dem G-Virus, denke ich mal. Erst Silverspray haben wir auch am Start. Ist ganz okay. Aber jetzt natürlich Alarmbereitschaft. Natürlich that moment, the perfect time. Und natürlich, weil es the perfect time ist, hat uns natürlich der Tyrant auch gerochen. Komm schon. Hallo, putz. So, hier kann man relativ easy umgehen. Aber er ist halt schnell. Beziehungsweise hat er einen sehr guten Marsch drauf. What the fuck? Na komm, Tyrant, hilf mir. Steht da nicht so dumm. Er wartet halt wirklich. Ah, Godmode. Der typische Godmode. Aber es wäre nicht der Tyrant, wenn das. Ja.
Ja, ey, dann natürlich mit Hackenschuhen. Macht auf jeden Fall ziemlich viel Sinn. Wird langsam öde. Deinen Arsch retten schon zweimal. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Ah. Ada wäre nicht Ada, wenn sie auch nicht an das gedacht hätte. Aber es wäre auch schon wieder nicht der Tyrant, wenn er davon sterben würde. Ja, und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Wirklich? Wenn ich es gehört habe. You don't say. Erst nichts wie raus. Ja, ja. Ada Wong. Die haben halt schon eine ziemliche Beziehung. Kann man das eigentlich sehen? Dass er eingerammt worden ist. Na. Ah. Er ist halt einfach komplett verschwunden. Hier ist auch, glaube ich, nichts mehr. Das sind die Flammen? Das war gerade in der Zwischensequenz einfach riesig, die Flammen. Was würde sie sagen, wenn ich jetzt einfach irgendwo... Was, wenn ich keinen Bock habe? Sorry, Jungs, aber das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Nö, sag gar nichts. Okay. Die Bitch ist nicht zickig. Ja, ist ja gut, Madame. Ich öffne ja schon das Tor. So, jetzt müsst ihr uns, wie sie es auch versprochen hatte, rein theoretisch mit uns reden. Hm? Alles klar. Diese Warnung, beste. Oh, Heilung, Heilung, bitte. Die benutzen wir auch gleich. Was macht sie? Achso, sie hört sich die Nachricht an. The fuck? Du hast sie nicht mal ganz angehört. Waren das die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Das sieht halt schon wirklich sehr sick gemacht aus, ja. Versuchst du die Welt zu retten? Ich habe Lieutenant Brenner gesagt, ich hol Hilfe. Dann viel Glück damit. Danke. Können wir da durch? Nein, natürlich nicht. Das ist ein Restaurant, okay. Nichts Interessantes. Oh. Ja, das sieht schlecht aus. Straße fällt aus. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Der Klassiker aus Resident Evil. So, der Gunshop Kendo. Kendo China Box. Kennt man natürlich aus dem aus der Version 1998, dass man den quasi am Anfang schon hat und dann die Möglichkeit hat, die Schrotflinte zu holen. Nun haben wir sie hier. Es gibt auch noch DLCs dafür. Für Resident Evil 2. Ich werde es natürlich, wenn möglich, auch spielen. Ne? Ich will euch natürlich den größten Umfang bieten, was das Game auch zu bieten hat. Und ja, langer Lauf haben wir jetzt auch noch für die Schrotflinte. Ich glaube aber, der macht zwei Plätze. Wenn, ja, perfekt. Und ja, ich versuche euch, wie gesagt, ein umfangreiches Game zu geben, wo ihr da nichts verpassen könnt. Würde mich natürlich freuen, wenn ich euch auch da wieder sehe. Nicht bewegen. Ich werde nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Er bewegt sich nicht. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle durch. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein, warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ada, lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drin bleiben. Das ist traurig. Der
verfluchten Dinger da draußen. Was tun die uns an? Sie sind Cop. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Ich bin aufgestanden, da war das so. Sie war unser kleiner Engel. Mami schläft schon, Kleines. Okay. Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Alles klar. Dein Wunsch sei uns Befehl. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen. Dafür bin ich Polizist. Meine Mission besteht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Der Klassiker, falls das Meme kennt. Und genau, ich glaube auch ein DLC können wir dann halt auch auch spielen von dem Gunshop-Besitzer. Das zum Beispiel spiele ich blind, also die ganzen DLCs spiele ich blind. Da habe ich keine Ahnung, was auf mich zukommen wird. Was vielleicht auch nochmal ein bisschen Wind in dieses Projekt geben würde. Weil das kenne ich an sich schon, den zweiten Teil, also die Remake-Version, wie gesagt, einmal. Der Rest ist verblasst so von dem Game. Aber ich kenne halt den alten Teil in- und auswendig. Und das Remake davon ist so. Kennt man schon die ganzen Sachen. Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. In dem Land, wo alles möglich ist. Man kennt's. Ah, das ist ein Krokodil. Ich kann's halt nicht anschießen, ne? Ha! The prank! Oh Lord. Scheiße! War das ein Erdbeben? Das will ich doch hoffen. Ja, da ist es. Aber ich kann es halt nicht anschießen, leider. Oh Gott! Was zum Teufel? Wer kennt noch diesen Boss? Natürlich auch eine Ikone des Resident Evil 2, der Riesenalligator. Hier haben wir noch was zum Speichern. Oh, eine Kiste. Ja, es sieht halt alles wirklich komplett leer aus, ne? Ich habe auch wirklich keine Schrotmunition mehr, ne? Halt null. Ich habe viel Heilung, ne? Was okay ist. Ja. Okay. Warum kommst du nicht mit? Oh doch, du kommst mit. Ich wollte schon gerade sagen, willst du mich hier alleine sterben lassen? Ja genau, den Bossfight, den haben sie hier aber ein bisschen abgeändert. Das werdet ihr auch gleich sehen. Aber nur wirklich teils. Ja, weiter. Ja, okay. Yeah, Munition. Ich hab's leider, aber ich bräuchte vielleicht mal Schrotflintenmunition. Ich möchte nicht so viel ausgeben für, mit dem Pulver. Schon wieder? Leon. Keine Chance, du hast mich bis zum Schluss am Hals.
Oh. Aber jetzt geht's los. Ich hoffe, ich sterbe nicht in diesem Anführungszeichen Quick Time. Leider ja. Warte da. Ich meine, er hat so ein fettes Ding gesehen. Er wundert sich jetzt noch nicht, warum es jetzt nicht bebt. Ach du Scheiße! Leon! Schnell raus da! Nee, ich wollte ja eigentlich noch bleiben. Oh, ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Alles klar. Ich bin jetzt mal noch nicht einmal gestorben, aber... Oh, please. Don't let me die. Links-Rechts-Kombination. Links-Rechts, so. Los. Wo willst du? I can't... Oh, Leute, ich wollte schon mal sagen, ich kann einfach nicht. Aber das, wie gesagt, ist gleich geblieben. Yeah. Oh. Kau da dran, übergroßer Mistkerl. Leon behält immer noch seinen Humor, auch nach dieser Aktion. So, ich würde mal sagen, Alligator Futsch ist ein bisschen mehr actionreich gemacht worden. Die habe ich übersehen gehabt. Leon, hier oben. Ja. Was zur Hölle war? Danke, danke. Komm einfach hoch. Halt deine Schnauze. Don't talk. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter Punkt. Aber du stinkst. Ich bin halt komplett nass. Von Fäkalien und ekligen Zeugs. Na, jetzt kommt vielleicht wieder die Classic-Fahrstuhl-Musik. Ich kann nicht. Achso, geht von alleine. Okay, sorry. Wusste nicht, dass in 1998 die schon so weit sind. An wen? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war, Annette ist viel gefährlicher. Scheint die Leute hier nicht ganz zu beeindrucken. Was ich ziemlich komisch finde, wenn ich ehrlich bin. Sieht natürlich jetzt schon viel stylischer aus, die Shotty. Okay, hier ist nichts. Safe Room, okay. Aber es gibt halt kaum was gedroppt ist. Oh. Zweifelsohne Williams Werk. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen sie nicht. Ich warne. Schade. Dann gehen wir wieder nach Hause. Hey! Stopp! Na. Sie kriegen das G-Virus nie! So ein Klassiker wie von wegen, ihr kriegt mich nie lebend. Wie überraschend für eine Forscherin. Ja, ich bin verwundert, ne? Leon. Kümmere dich nicht um mich. Gib mir einen Kuss. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Schnapp sie dir alle. Yeah, boy. Ada jetzt in ihrem türkischen Outfit. Und verfolge Annette. Aber wenigstens kann sich da Leon in Ruhe ausruhen. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. So, wisst ihr was? Wir haben jetzt das Vergnügen, die liebe Ada Wong zu spielen. Sie entkommen mir nicht. Jetzt können wir mal Leon aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ich fand's schon damals ziemlich cool.
Ah, stimmt. Dafür haben wir jetzt so ein extra Hightech-Gerät. Hashtag 98. EMF-Visualisierer. Unendlich, okay. Zeit für die Spezialwaffe. LT und rechts. Achso, dann müssen wir gucken, wo das lang geht. Und hier. Zack, und dann geht das Ding zum... Also, es ist schon... Kann man ja auch einfach wieder heilen, so. So, like a Pokémon. Center. Okay. Ja, wie gesagt, die liebe Ada Wong können wir jetzt spielen. 9 Schuss. Was zur Hölle? Ich kann darauf nicht zielen. Aber was ist es? Ist er mutiert oder? Heftig. Oh Gott. Ich glaube, ich habe eine Vermutung, was es uns sagen soll. Mal sehen, ob es auch bei euch geklingelt hat. Achso. So können wir es einfach mal schneller machen. Nicht ja. So leicht als das. Alles easy für Ada Wong. Wenn Amerika nicht alles möglich macht, Ada Wong macht es. Achso, ich muss ja gucken, wo das Ding hier ist. Ah, da. Dann geht das Ding an. Und so. Also ich finde es ziemlich witzig, dass sie das jetzt hier noch eingefügt haben. Es war am Anfang, wo ich das erste Mal gespielt habe, ziemlich komisch, aber... Ja gut, why not halt. Ich habe nicht so viel Munition, Süßer. Aber erstmal entspannt. Die September-Inspektion erste Woche lesen. Oh, das war's auch schon. Warum schieße ich eigentlich? Oh Gott. Bam, Junge. Kriegst erstmal Ellbogen. Wo geht's weiter? Da muss ich in der Zeit echt killen. Ich hab halt nicht mal ein Heil oder sowas. Also sie ist ja halt komplett nackt. Quasi, zur Mission gegangen, also für so eine Special Agentin. Ach so, ich muss den Strom leiten. Doch so, warte, so an. Und so geht's auch. Ah, okay, ich hab's schon längst aufgemacht gehabt. Ah, da ist ja Pistolenmunition. Damit Ada Wong noch wenigstens etwas hat. Aber ich habe halt keinen Heal-Stuff. Ah, hier kann ich nicht. Gibt's auch nichts zum Scannen. Doch da. Da oben irgendwo. Ich brauche Heal-Stuff, ey. Ich habe keinen Bock hier zu verrecken. Gib mir Heal-Stuff. Gib mir Heal-Stuff. Oh mein Gott. Also die billigsten Dinger, die erschrecken dann im Alter ein. So. Ich würde halt gerne wissen. Oh, auch wieder Munition, das ist nicht schlecht. Blendgranate ist auch nicht schlecht. Ist halt nicht so gut wie Heal Stuff, aber immerhin. So, da ist die Tür. Oh mein Gott. Oh nein. Ich kann es nicht mal. Also noch einmal, ich bin tot. Gib mir hier das Stuff. Ich muss auf jeden Fall jetzt meine Weapon benutzen. Ah, nee, einmal hier rüber. Also dafür ist. Ich spiele sie halt ziemlich schlecht. Dafür, dass sie eigentlich eine super Agentin ist. Ich versau ihren Ruf. Oh, schade. Die lässt sich aber auch nicht ablenken.
Ich dachte, ich könnte das Spiel jetzt einfach beenden, indem ich einfach auf das Gleiser schieße. Ah, da ist der Typ. Okay, den lassen wir auch am Leben. Ich bin halt dreimal, viermal in den Kopf geschossen, aber... Was soll's. Aber da. Oh mein Gott. Beste. Ich bin halt auf Gefahr, also das werde ich nicht schaffen. Ich muss ihn blenden. Anders können, wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wie es gehen sollte. Come on, dude. Geh auf, Alter. Ich bin... Oh, ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. Also, es tut mir leid, dass ich jetzt kurz nicht ganz so... Danke. Hier ist Stuff werfen. Das war ein bisschen geiler. Indianer und Chinesen. Wo ist das Scheiß-Teil? Scheiße. Hilf mir. Wo ist es? Ist es irgendwo oben, oder was? Na komm, vielleicht. Irgendwann hat er einfach keinen Bock mehr und geht nach Hause. Da oben, oder was? Nee, das war das. Really? Das muss auch da irgendwo oben sein. Ja, wenn er mich halt, wenn er mir eine Bombe gibt, dann ist halt komplett. Eine gute Nacht. Ich weiß. Es ist halt schon witzig. Das Teil kann ich auf jeden Fall nicht nehmen. Okay. Das führt halt nur noch nach draußen. Da oben. Ach so, jetzt verstehe ich's. Ich muss den Strom umleiten. Oh mein Gott. Oh, das hat sogar gereicht schon. Oh, der Typ gibt mir so auf die Eier. Also, anstatt einfach die Dinger so wegschlägt. So, haben wir das auch erledigt. Also ich habe echt wirklich gedacht, dass ich das nicht schaffe, aber ich habe es doch geschafft, easy. Miau. Wahrscheinlich kommt er da nicht durch. Ich darf halt jetzt nicht einmal angenascht werden. Nicht einmal. Das wird schwer. Okay. Keine Power. Hier ist ein Safe-Stand. Also warum sind hier so viele Safe-Stände? Oder Speichermaschinen. Zum Glück. Obwohl, ich hätte es sehr cool gefunden, hätten sie dann die Farbbänder auch noch drin gelassen. Ich hätte es halt wirklich cool gefunden. Ah, jetzt was zum Lesen. September. Inspektion zweite Woche. Gönnt euch auch wieder ein Blatt. Sieht was? Oh doch. Ich bin ja komplett am Talken. Talken wahrscheinlich. Würde man sagen, ey, da geht's nicht allzu gut. Captain Obvious ist am Start. Achso, von hier kamen wir. Ich habe bis jetzt nicht einmal wirklich Heilzeug gefunden. Oder habe ich übersehen? Also. ID-Armband für Zutritt. Achso, okay. Das ist natürlich da. Ah, natürlich. Das sieht halt schon so aus wie ein großer Ofen, ne? Also, das ist. Oh. Dass ich so viel übersehen habe. Nicht zum Heilen? Ah, ist eigentlich sowieso scheißegal. So, wir können aber erstmal hier vorher abchecken. Okay.
weil das wird hier gleich nochmal wichtig. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier mindestens 4-5 Mal gestorben bin im ersten Run. Und natürlich der Klassiker. Meine, brauchst du das ID-Armband auch nicht? Meine, kam sie überhaupt hierher? Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Sie kriegen G nie in Ihre Drecksfinger. Ich bin nicht als Einzige dahinter her. Ah. Das wissen Sie. Dann sterben Sie nicht allein. Kann ich nicht? What the fuck? Ja, wie war das? Also, eine Minute, ich hasse was, wenn ich unter Zeitdruck stehe. Komm, noch 20 Sekunden hätten wir dann Zeit. Das schaffen wir, komm. Werde ich jetzt bist du wohin? Ich glaube, hier müssen wir umschalten. Ja. Da! Bald mehr als knapp. Das Miststück weiß, was sie tut. Gibt's vielleicht bald einen Bitchfight? Besucherrechte bestätigt. Ihre ID ist gültig bis 1. Okay. Okay. Vergessen. Forget it. So, Heal Stuff wäre ganz nett eigentlich, aber das ist ein Run ohne Heal Stuff anscheinend. Oh, hier muss doch irgendein. Na gut. Ändert jetzt auch nichts. Okay. Wie schnell ist sie eigentlich? Also, außerdem, wie kam sie dahin, wenn sie das... Ich weiß nicht, ob es das einzige ID-Armband ist, aber ich glaube, ich sehe keins. Ja, doch. Da ist auch eins. Nee, ist eine Uhr. Wo hat sie das ID-Band? Wie ist sie da durchgekommen? Ist ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und sie ernten die Lorbeeren für Jean. Interessante Theorie. Wenn sie nicht kooperieren, hole ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Ja klar, das musste auch passieren. Es ist natürlich immer, man hat immer Pech. Alter, ich habe gerade eine Kugel für dich abgefangen. Jetzt nickert sie sich halt aus, ne? Und in dem Moment wird Leon wach. Weißt Bescheid. Ja, das wird noch eine ganz, ganz kuriose Beziehung zwischen den beiden. Ada? Verdammt. So, Ada Finn. Ada, wo bist du? Na gut, Klassiker. Wir können natürlich nicht den Weg nehmen, den sie genommen hat. Der hier? Davon kamen wir, glaube ich, oder? Nö. Aber wir müssen bestimmt den ganzen Scheißweg gehen. Hier ist noch eine Schreibmaschine. Und eine Kiste. Ich denke mal, ich mache hier kurz einen Cut, da ich jetzt gerade nicht im Auge habe, wie viele Minuten wir aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns beim nächsten Part sehen, bei Resident Evil 2, dem Remake. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.